Finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was gonna be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Robert Pattinson ist der neue Batman und Joaquin Phoenix ist der neue Joker und leider werden sie nie aufeinandertreffen. Das war zwar schon vorher bekannt, aber jetzt, nach dem Joker-Film, ist noch klarer als je zuvor, dass das auch nicht funktionieren würde. Denn dieser Joker ist kein Gegner für Batman. Send in the clown. Dass sie nicht aufeinandertreffen können, ist erstmal rein technischer Natur. Das DC-Universum, wie es seit Man of Steel existiert, versucht nicht mehr das Marvel-Universum zu sein. Man öffnet sich für andere Filmideen mit den gleichen Figuren, aber mit komplett eigenen Geschichten. Deswegen können Joaquin Phoenix Joker und Jared Leto's Joker zumindest theoretisch gleichzeitig im Kino sein. Sie alle sind in ihren eigenen Universen gefangen. Dass Robert Pattinsons neuer Batman und Phoenix neuer Joker nicht aufeinandertreffen sollten, ist rein künstlerischer Natur. Phoenix neue Interpretation ist eine Charakterstudie inmitten eines Gothams, das dem gebeutelten New York der 70er Jahre nachempfunden ist. Dem New York, das Martin Scorsese schon in Taxi Driver dekonstruierte. Und ja, das sah damals wirklich so aus und war auch wirklich so gefährlich. Und damit eben auch wirklich so realistisch. Diese Welt ist weit weg von einem fantastischen Gotham, wie wir es aus den anderen Batman-Filmen kennen. Schon Christopher Nolan hat einen realistischen Ansatz gewählt. Sein Gotham ist inspiriert von Chicago und Pittsburgh. Und doch sind seine Filme nicht wirklich genau das, was man komplett realistisch nennen würde. Im Endeffekt eben physikalisch doch so wagemutig, wie sie sein müssen, wenn sich ein erwachsener Mann als Fledermaus verkleidet von Häusern stürzt. Robert Pattinsons Batman soll in einer Welt etabliert werden, die bereits von seinen bekannten Erzrivalen bevölkert und terrorisiert wird. Es heißt unter anderem der Pinguin und der Riddler. I swear to God, you better kill me, Batman. Otherwise I'm gonna kill you. I'm gonna... Sie werden unter dem Planet der Affen-Regisseur Matt Reeves zwar wohl auch nicht komplett aus dem Rahmen fallen, aber es ist kaum vorstellbar, dass all diese ikonischen Bösewichte mit ihrem ikonischen Äußeren in derselben Welt wie Arthur Fleck leben. Komplett ausgeschlossen, weil auch komplett unpassend. Dieser Batman wird einen eigenen Joker brauchen und vielleicht auch irgendwann bekommen. The situation isn't stable. I know. I'm losing money by the ton. Hundreds of millions. Das ist aber auch das Schöne an diesen aufgeteilten Universen. Ihre Künstler können sich alle darin komplett austoben, wie sie lustig sind. Makes me feel free in a way I've never known. You don't need to be alone. We don't have to kill each other. Die Beziehung des dunklen Ritters mit dem Clown Prince of Crime ist von gegenseitiger Abhängigkeit geprägt. Die bloße Existenz des einen gebietet die Entstehung des anderen, mal so rum und mal andersrum. Damit sind sie auch existenziell voneinander abhängig. Würde der eine sterben, wäre der andere obsolet. Das ist auch ein Grund, warum sie sich gegenseitig am Leben erhalten. Damit sie dabei auch auf Augenhöhe agieren, sind sie auf ähnliche Mittel angewiesen. Sie sind zwei der beliebtesten Superhelden und Superbösewichte und dabei haben sie beide keine Superkräfte. What are your superpowers again? I'm rich. Sie sind auf ihren Verstand angewiesen. Vielleicht noch auf Geld oder vielleicht eben gerade nicht. I enjoy dynamite, gunpowder and gasoline. And you know the thing that they have in common? They're cheap. Es ist ihr Intellekt, der sie trotz ihrem jeweils eigenen Wahnsinn triumphieren lässt. Nicht zuletzt auch deswegen ist Batman derjenige, der Superman besiegt. Und Joker ist derjenige, für den Superman seine Regeln bricht. Ohne diese Cleverness, ohne diese intellektuelle Überlegenheit, sind sie nicht viel mehr als zwei Verrückte in zwei albernen Kostümen. Phoenix sieht nicht albern aus und trotz seiner Unterlegenheit findet er zu sich selbst und zu seinem neuen Gesicht. Und doch ist er immer noch ein Verrückter in einem Kostüm. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Aber auch nicht viel mehr als das. Er muss immer noch vor der Polizei wegrennen.
Und wenn zwei Cops ihn nicht schnappen können, dann wahrscheinlich drei oder vier oder fünf. Egal wie viele es dafür braucht, für diesen Joker braucht es keinen anderen Wahnsinnigen mit wahnwitzigen Kampfkünsten und wahnwitzigen Gadgets. Do I really look like a guy with a plan? Auch wenn Heath Ledgers Joker etwas anderes behauptet, er hat einen Plan. You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. Und er hat eine Message. Er ist damit auf einer rein kriminellen Ebene Joaquin Phoenix Joker weit überlegen. It's not about money. It's about sending a message. Everything burns. Was beide Joker aber zu einer gesellschaftlichen Gefahr macht, ist, wie sie die Menschen um sich herum inspirieren. Nur bei Phoenix passiert das aus einem Unglück heraus. Er sonnt sich in diesem zufälligen Ruhm und geht den nächstmöglichen Schritt. Er ist aber kein kriminelles Genie, das eine loyale Gefolgschaft um sich herum versammelt, die gezielt und geplant mit ihm Verbrechen begehen würde. Weder jetzt noch in absehbarer Zukunft. Er manipuliert niemanden gezielt, auch weil er das nicht könnte. Dieses Gotham ist ein Schmelztiegel, der explodiert. Aber aus der Gesamtsituation heraus und nicht, weil der Joker es anordnet. Deswegen benehmen sich die meisten Joker nicht so viel anders als Gangsterbosse mit ihrem eigenen, fast schon selbstwahnsinnigen Goons. Um diese zu überwinden, braucht es einen wahnsinnigen Mann im Schatten der Nacht. Hier braucht es nur etwas Tränengas. Phoenix Joker orientiert sich eben nicht an seinen Vorgängern. Es ist eine Charakterstudie und seine beiden größten Vorbilder dafür sind Taxi Driver und The King of Comedy. Alle drei sind keine Criminal Masterminds, sondern gebrochene Menschen, die zwar zu schrecklichen Taten fähig sind, aber nicht zu übermenschlichen Taten, die übermenschliche Rettung erfordern. Das ist es nicht, was diese Filme uns erzählen wollen. Diesen eigentlichen Vorbildern haben wir auch gleich ein ganz eigenes Video gewidmet. Schaut da gerne mal rein. Und unserer eigentlichen Meinung zum Film haben wir einen riesigen Talk gewidmet. Lass mich ganz einfaches Beispiel dafür sagen, warum ich es genau anders sehe. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Wer den Joker spielt, wann er ihn spielt und in welcher Welt er ihn spielt, das wechselt vor der Kamera seit über 50 Jahren. Jeder Darsteller hat dabei seine ganz eigene Interpretation gefunden und jede einzelne Darstellung findet in ihrer jeweils eigenen Welt auch ihre Berechtigung. Das gilt für den Clown Prince of Crime genauso wie für den Dark Knight. Nur ist Phoenix-Welt eine Welt, in der ein Batman möglich ist. Es ist aber keine Welt, die uns von dem ewigen Kampf zwischen Batman und Joker erzählen wird und erzählen kann. Zur Abwechslung ist Batman die Randfigur. It's so awful, isn't it? Joaquin Phoenix ist ein Joker, aber eben nicht der einzige Joker. So wie Robert Pattinson eben auch nur sein eigener Batman ist. Aber das hat ja schon immer funktioniert, auch dieses Mal. Gerade weil dieser Joker ein etwas anderer Joker ist. Zum Glück. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain.